Wir haben ersten 30 Minuten richtig guten Fußball gespielt, also auch mit Kombinationen und mit schnellen Wegen zum Tor. Danach hat der einen Gang höher geschaltet, zwei Gänge höher geschaltet. Individuell sind die so stark, dass man auch immer nur hinterherläuft, reagieren muss, nicht agieren muss. Und deshalb sehe ich das also heute als glücklich an. Und also auch eine überragende Torhüterleistung hat uns heute sicherlich geholfen. Also das Spiel zu gewinnen, drei, vier Bälle gehalten, die eigentlich kaum ein Torwart in der Liga hält. Und dann vielen Dank Sebastian Menzel. Ich bin also absolut zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, waren klar die bessere Mannschaft. Ich würde sagen, die erste Viertelstunde, 20 Minuten hat Kosovo recht gut gespielt und danach haben wir das Spiel nach Belieben beherrscht. Ich glaube, unser Torwart, der hätte duschen gehen können nach den ersten 20 Minuten. Ja, leider haben wir es versäumt, die Chancen in Tore umzumünzen. Ne? Der Team war richtig stark, muss man sagen. Wir haben schmutzig gewonnen, sagt man so. In so einer Saison, wenn man hoch will, kann man das auch mal machen. Wir hatten einen richtig überragenden Torwart, hat heute zwei, dreimal Weltklasse gehalten. Ja, defensiv irgendwie schmutzig gewonnen, aber irgendwie auch verdient, weil wir es ganz gut gemacht haben. Zu Null spielen auswärts gegen so eine starke Mannschaft spricht auch für sich. Ich bin schon gut enttäuscht, dann wenn du hier ganz klar die bessere Mannschaft bist, durch einen dummen Fehler, sage ich mal, 1-0 in Rückstand gehst. Und dann ab der 16. Minute das Spiel dominierst, aber ja, es leider verpasst, ein Tor zu schießen. Es ist zwar eine gute Leistung, aber es bringt im Fußball nicht wirklich viel. Wenn du, wie gesagt, Fußball ist ein Ergebnissport und wenn du da nicht triffst, dann verlierst du hier halt heute.